So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen zurück zu außerhalb des Heiligen Lands. Horizon Zero Dawn. Und alles erfahren, was er weiß. Das ist schön. Wer die Mörder waren, wie sie mich durch seinen Fokus sahen, wer die Frau ist, die aussieht wie ich, warum sie mich töten wollen. Olins Spur führt nach Meridian. Wenn ich ihn kriege, wird er reden. Und für die Leben bezahlen, die er vernichtet hat. Das ist wunderbar. Na, komm schon. Meine Güte, das... Da muss ich mir nochmal was machen. Da muss ich mir echt nochmal was einfallen lassen. Ja. Tja, ist Sonntag. Sonntagabend. Achso, ja. Darf den Timer nicht vergessen. Ja, schon 9:30. Ich denke mal, ein Stündchen mache ich noch. Also eine Aufnahme noch und dann ist für mich auch... Den kann ich noch nicht. Ja, die führen mich jetzt alle relativ weit weg, ne? Händler! Was hast du denn hier? Wollen wir mal gucken, was wir dem hier so anbieten können. Sieht aber eigentlich... Ja, das will ich alles noch nicht verkaufen. Jo, ich habe hier ganz viele Modifikationen und ich weiß nicht, ob ich die alle brauchen kann. Ich werde mal alles, was Grünes verkaufen. Schade, dass ich nicht mehrere auswählen kann. Das hätten sie mal machen können. Oh, ich sehe da eine schöne Modifikation. So. Warte mal, kann ich vielleicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ja, komm, holen wir uns mal ein bisschen was. Doch, war schon richtig. Herstellen. Modifikationsbeutel ist red to go. Ja, ja. So. Sag mal, habe ich das jetzt ein bisschen laut gemacht? Ja, wohl möglich. Es regnet immer weniger. Der Himmel wird bald aufreißen. Ich finde es zwar super, aber modifizieren. 5% Tarnung. Nehmen wir mal das hier. Super. Das ist so ein Allround-Ding, ne? Das ist... Nahkampf. Ja... Ja. Machtbogen. Reicht erstmal. Warte mal. Ja, passt. Na toll. Sturmvogel. Ich sag ganz ehrlich, ich habe auf den keinen Bock. Naja, eigentlich schon. Mich nicht.
weiß nicht, ob er das merkt, wenn ich ihm das Ding an... anhaue. Flieg weiter. Tja, ich kann hier ihn kacken. Du. Das war eine dumme Idee. Sag mal, ich wollte doch... Jawohl, der hat gesessen. Glaube ich. Einfach um eure Sachen. So. Warum habe ich das jetzt nicht getroffen? Ich krieg den irgendwie schon, aber... Der frisst mir viel zu viel. Wie, ich habe keine Muni mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, so manchmal... Ich wette mit dir, der hat auf schwer schon 1000 Mal angegriffen. Aber immer dasselbe, ne? Immer der gleiche Soundtrack. Naja, wenn ich mal wieder Netz habe, guck ich mal nach. So, letzter Pfeil. Nein! Genau jetzt muss er sich bewegen. Dieser Lümmel. Alter, 3000 gab das. Das war ordentlich EP. Der sieht schon echt geil aus. Also was wir hier bekommen haben, war der Hammer. So, jetzt müssen wir nur gucken. Na, da hat es den Fuchs mitgenommen. Ist aber okay. Ja, der war schon interessant, ne? Da kann man nichts sagen. Nee, Horizon Zero Dawn ist und bleibt einfach ein richtig geiles Game. Wunderschön, sieht super aus, lässt sich super spielen, die Steuerung gefällt mir sehr.
Bei Forbidden West, weil ich kann bei, ich kann Horizon Zero Dawn mit Forbidden West leider nicht wirklich vergleichen. Einfach aus dem Aspekt her, dass ich halt Forbidden West auf der PlayStation 4 spiele und das ist halt mein erstes PlayStation 4 Spiel. Ja, dementsprechend. Beginne die Jagdprüfung, die interessiert mich doch eigentlich gar nicht. Sag mal, wo bin ich denn da angekommen? Trampler, Schwäche, Abriss. Ich habe keine Ahnung, ob das was gebracht hat oder nicht. Er hat gesessen. So, der müsste jetzt sterben, das ist gut. Die Frage ist nur... Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Sah gar nicht mal so schlecht aus, um ehrlich zu sein. Ich weiß nur nicht, wo der andere hin ist. Super. Pass mal auf, wenn deine Eiseier hier rumzulegen, legt keiner Wert drauf. Ich bin am überlegen, vielleicht auf Eis-Damage zu gehen. Verdammt. So. Ich will natürlich den Trampler noch auseinandernehmen. Kann Nickel nämlich noch mit. Ich darf den Trampler nicht vergessen. Den will ich eigentlich die ganze Zeit schon ausbeuten, aber... Sehr nah. Will hier erstmal ein bisschen aufräumen, dass ich mich auch mal ein bisschen bewegen kann hier. Lief aber gut. Also wir haben hier ordentlich... abgeräumt. Metallscherben. Ups. Das sollte nicht passieren. Handhabungsspule. Warte mal. Nein, nicht Outfits. Ich würde gerne meine Waffe modifizieren, meinen Machtbogen. Ja. Und Abriss. Ja, nee, Abriss brauche ich jetzt nicht wirklich. Warte mal. Habe ich vielleicht beim Scharfschussbogen irgendwas? Ich habe hier nur Handhabung, ne? Nee, dann hat sich das geklärt erstmal.
So, Tragfähigkeit. Ja, Rohstoffbeutel ist natürlich wesentlich besser. So, jetzt brauche ich eigentlich nur noch Metallscherben, Fisch, Echohülse und Wildschweinhauer. Will ich mal durch die Dingsbums hin. Durch die Wüste. Mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Truthahn. Füchschen. Ich hält länger durch als der Sturm. Ja, ist ja okay. Ich hält länger durch als der Sturm. Ja. Bist du dir sicher? Will ich erstmal hier hin. Habt ihr gehört, dass Kommandantin Erster ermordet wurde? Ich wusste, wir hätten diese Verräter als Sonnenfall erledigen sollen. Ah, eine Nora. Hier. Die Friedensverhandlungen des Sonnenkönigs müssen Fortschritte machen. Der schnellste Weg nach unten. Das ist eine Treppe. Ich weiß nicht, warum du da ausrutschst, aber ist okay. Ist okay. Ja. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass es nicht so ist wie in Skyrim, wo fast jeder zweite dich halt killen will. Wer ist das? Du kommst mir bekannt vor. Ich kenne jemanden namens Neil, der ähnlich aussah wie du. Ich brauche Metallscherben. Breitkopf. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Ich glaube, der sucht nach gar nichts. Er hat noch nicht mal registriert, dass er ihn im Pfeil getroffen hat. Eins war ja auch ein Graser wie die anderen. Doch dann traf ihn ein Pfeil ins Gesicht. Naja, klappt nicht so gut. Das war, ich würde nicht sagen, es war gut, aber es war nicht wirklich, es war scheiße, okay? Sagen wir es, wie es ist. Warte mal, hier ist was zu finden. Wir waren Indonesien. Aha. Interessiert mich eigentlich relativ wenig. Ein Signal, mein Fokus empfängt wieder ein Signal. Wo? Langhalssignal. Oh ja, die Langhals. Kommt wohl von diesem Langhals. Die brauchen wir. Krokodile! So viel zum Thema. Ich rush hier mal schnell durch. Da ist gut am Rauchen hier. Ich weiß nicht, was da los war, aber... Waschbär! Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt oder nicht. Die Frage ist jetzt allerdings nur... Ich muss nur auf den Kopf des Langhalses. Na gut, Wächter ist jetzt kein Problem. Zeig mir nur dein Auge. Super. So, was haben wir denn hier? Schnappmaus, Schwäche, Feuer. Da ist noch so ein Habicht. Die haben auch Feuerschwäche. Ist vielleicht gar nicht mehr verkehrt, das zu wissen. Die Frage ist jetzt allerdings nur... Wie, wir sind auf 60 FPS runter. Was ist denn los? Ja, 70. Ja, ein bisschen liebe Worte.
Kleiner, was ist das? Ein Pfeil? Ja, das ist schön. Oh, ich mag die Wächter, die sind süß. Die sind wirklich süß. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich auf den Langhals komme. Wahrscheinlich von dort. Mal gucken. Komme ich da hoch? Ja doch, da müsste doch eine Ecke sein. Ja, ich wusste es. Ich weiß immer noch nicht, wo der lang läuft. So, ich versuche trotzdem irgendwie nach hinten zu kommen. Naja, immerhin konnte ich mir mal ein paar... Ja, das wird wahrscheinlich nicht... Hier gibt's Fische. Ich werde wahrscheinlich nicht, Die Maschine hat mich gesehen. Gut. Es war schon mal einer weniger. Müsste eigentlich ausreichen. Also wäre es hier sowieso nicht rausgekommen. Da oben ist noch was. Macht aber nichts. Looten will ich den jetzt eigentlich auch. Ich leicht auf den Langhals springen. Ja, ich weiß, aber da unten liegt halt noch was. Na gut, bis der da ist, bin ich wieder da oben. Oh, komm schon. Ernsthaft. Ach. Dann müssen wir aber beeilen. Ja, nicht, wenn du bei jedem Scheiß hängen bleibst, Aloy. Ich will auch einfach nur gucken, ob ich auf den Langhals komme. Ohne jetzt nochmal eine Runde abzuwarten. Okay. Okay, jetzt hoch auf seinen Kopf. Also richtig hätte ich den jetzt nicht geschafft. Kann ich eigentlich hier von oben so irgendwie im Scharfschussbogen feuern? Also einfach von oben runterpissen oder so. Ja, komm. Jetzt bloß schnell hier weg, weil er kann uns nämlich auch umrennen. Das ist dem Burschen komplett Wurst. Gab sogar einen Fähigkeitspunkt. Was? Schon drei? Moment. Oh ja, das ist gut. Mehr Platz, mehr Platz. Das finde ich so ein Schatz. Das nehme ich als Schatz. Ja, nee, ich habe den rein verkackt. Okay. Kann man einfach nichts machen. Etwas Vorrat. Hier ist eine Blume. Die habe ich random gefunden. Okay. Jetzt aber wieder zurück. Ja. Das hat die, glaube ich, alle ein bisschen geschockt, ne? Wenn wir die Viecher hier überbrücken. Er hat nämlich auch gut ordentlich verloren.
Und ich glaube, im Wasser geschockt ist es dann nochmal ein bisschen härter. So viel zum Thema Sicherheit. Was? Ich will zwar nichts sagen, aber... Läufer müsste eigentlich... Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Ich glaube, die normalen Läufer mache ich einfach so platt. Da werde ich jetzt, glaube ich, gar nicht wirklich hier diese... Eigentlich wollte ich da gar nicht lang. Warum seid ihr denn so sauer? Okay, die hauen ab. Das ist okay. Die Frage ist, wo komme ich am besten lang? Naja, das ist fast Tausende. Tausende an Schritten, ja, Werde ich es mal hier mit dieser Felsspalte hier probieren. Scheint auch ein Weg zu sein. Banditenschergen. Ich verstehe. Ja, ich brauche halt noch Wildschweinzeug. Das brauche ich auf jeden Fall. Da kann ich leider nichts ändern. Banditenlager. Das nehme ich sowieso mit. Warum habe ich denn die Quest jetzt überhaupt aktiviert? Viel später. Scheinen aber nicht so viele zu sein. Bis jetzt noch. Das kann sich ändern. Hier ist nix. Okay, das ist ein Böser. Das ist hier so ein Chef. Hier wäre es schön, wenn sie hier... Natürlich, genau da. Wo man nicht entlang kommt. Ja. Entlang. Die Frage ist, jetzt treffe ich den oder die. Jawohl. Also normaler Menschenkill kostet, kriegt ein Fuffi, ein Huni. Und 150 kriegen wir von One-Shotter. Was gar nicht mal so verkehrt ist. Ich sehe den Alarm. Hoffentlich höre ich ihn nicht auch noch. Wo ist der Alarm? Da. Muss ich nur gucken, dass ich den irgendwie so gut ich kann. Okay. Der Alarm ist erledigt. Es ist ein technischer Defekt. Okay. Warte mal, kann ich eigentlich... Das wäre interessant, ob das hier so gehen würde. Nee. Schade, ich dachte, ich könnte durch den Schlitz abschießen. Sorry, Süße, aber... Das musste sein. Was war das? Na gut.
steht auch noch jemand. Dass du nichts gesehen hast. Ja. Wird interessant. Ich weiß immer noch nicht, was mit diesem Sound los ist, sag ich ganz ehrlich, aber es ist auch immer noch der gleiche Tag, also. Kann ich dazu jetzt auch nicht viel sagen. Die Frage ist nur, wie komme ich am besten hin? Vielleicht von hier außen, aber eigentlich... Eigentlich brauche ich das nicht. Frage ist, macht mein Scharfschussbogen genug Damage? Wenn ich den jetzt angreife, dann wird er großartig... Ich glaube nicht, dass ich den mit einem Scharfschussbogen one-hitte. So, aber hier ist schon mal Ruhe. Das ist schon mal gut. So. Bam. Hier sind noch ein paar Banditen. Ich habe keine Munition mehr. Das ist ärgerlich. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ach, Mist. So. Ich weiß nicht, ob es extra Punkte gab, um Banditen, um Dingsbums-Leute zu retten. Es war schön, dass ich Stufe 18 erreicht habe, aber warum konnte ich dann auf einmal ein bisschen mehr... Die Banditen haben die Leute gefangen genommen. Ja, die befreie ich jetzt. Der Banditentyp ist schon noch da. Das bedeutet, hier müsste jetzt Ruhe sein. Fähigkeiten, Krieger. Kritischer Treffer. Kritische Treffer verursachen mehr Schaden. Ist vielleicht gar nicht, auch gar nicht so verkehrt. Aber das hier, na, Schlag von unten nicht, aber hier Anführerschlag. Das wäre auch mal eine coole Sache, obwohl ich eigentlich eher hier bin. Mehr Rohstoffe beim Plündern und selbe Rohstoffmenge, mehr Munition. Das ist, glaube ich, das Nächste. Du kommst mit mir. So. Mama, befreien wir den mal. Alles wird gut. Ich hole euch hier raus. So, meine Liebe, glaube ich. Schnüffelt hier immer noch rum. Geh nicht in den Nahkampf! Lass mich das machen.
So, es müsste eigentlich alles... Ja. Super, Banditen Lakator Lande. 10.000 EP! Ja, willst du mich verarschen? Wie geil ist das denn? Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber... Ja. Das lief super. Das lief sehr, sehr gut. Ich habe nur ein Draht. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Waffen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Keulbogen... Ja, eigentlich nicht. Ja, der bringt halt auch nichts, ne? Dementsprechend, ja. Die Modifikationen können erstmal, wie gesagt, die Grünen können alle weg. Schweren Herzens. Die Tränke weiß ich auch nicht so ganz, aber es lief super. Das lief sehr gut. So, ich habe nur keinen Draht. Ja, das ist immer noch ein Problem. So, machen wir mal 10. Ja, 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 passt. Passt. So, wo wollen wir denn eigentlich überhaupt hin? Begib dich nach Meridian. Die Rache der Nora zum Roten Echo oder Meridian? Ja, Meridian wäre natürlich die Rache der Tochter zum einsamen Fels. Machen wir erstmal zum einsamen Fels. Das war nämlich das, was ich... Jetzt war eine Nebenquest, aber... Eigentlich ist es jetzt auch nicht verkehrt. Du bist eine Nora, oder? Ja. Vielleicht eine ihrer Stammmütter? Nein. Oh, da oben ist... Ah, da... Mir juckt's in den Fingern! Der Jagdtrieb, er ist da! Aber ich glaube, ohne Scharfschusspfeile werde ich hier gar nichts können. Warte mal, ich bin doch auch... Vollidiot. Warum kaufe ich mir bei dem Typen keine Drähte? Das wäre natürlich... Dieses Flackern. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon ist. Eigentlich müsste es der Dingsbums sein. Ich habe nämlich in den Aufnahmen geguckt. Ich habe es nicht gehört. Dieses... Sind diese scheiß Funkkopfhörer. Denkt man so für 60, 70 Euro Funkkopfhörer holen. Wäre mal was, aber... So, Rohstoffe, Drähte. Gib mir mal ein paar Drähte. Weißt du was? Machen wir jetzt mal leer. Na, nicht ganz. Jetzt. Nee, machen wir auch... Nee, kann ich auch nicht, weil ich ja... Ach. Man muss schon ein bisschen haushalten mit den Ressourcen. Das muss ich gestehen. Weil es ist nicht so ganz einfach, einfach zu sagen, okay, ich hau jetzt einfach alle Metallscherben raus, um Drähte zu holen, dass ich mir Pfeile machen kann, weil ich brauche halt Drähte und Metallscherben für einen Pfeil. So, ich will mal gucken, kann ich noch irgendwas an Fallen herstellen? Ja. Wenn man wenigstens die Dinge gut verkaufen könnte, dann würde ich sagen, yo, mache ich mal was davon. Aber das ist ja alles eher so... Hallo, Donnerkiefer. Ich weiß nicht, ob ich bereit für das Vieh bin. Ich glaube, da muss ich mich echt gut anstrengen. Fuchs, Fuchs, Fuchs! Was
denn seine Schwäche? Ich kenne auch keine Schwäche von dem. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Kann ich mich auch hier irgendwo verstecken? Für später. Das wird kein schönes Erwachen für mich. Hat er mich gesehen? Ich will nichts sagen, aber... Da hätte ich gerade selbst damit getroffen. Ja, das hat dir nicht geschmeckt, ne? Hat dir auch nicht geschmeckt, mein Freund. Sie haben auf, dir zu randalieren, du Randale Hannes. Ich könnte mal versuchen, den im Nahkampf zu machen, aber das kannst du vergessen. Das waren ein paar Knochen. Wie? Och nee. Das wird jetzt ein Ausdauerkampf. Quatsch. Alles gut. Fuck. Warum krieg ich denn immer aufs Maul? Ich habe ein Problem. Bin ich stark genug für den? Also ich krieg ihn hin, aber...
Fuck. Wassergeburt! Fernangriffsschutzgewebe, Abrissspule, Donnerkieferlinse, alles rinnt damit. Lecco mio! Ja, ich... ja, okay, gut. War ein schöner Kampf, doch... So, nehme ich mal Karnickelzeug mit. Gut, ich weiß ungefähr Bescheid, wie ich gegen Donnerkiefer stehe. Nicht gut. Unabhängig davon, ob ich... warte mal, da ist was. Ach, ein Lagerfeuer. Unabhängig davon, ob ich gut vorbereitet bin oder nicht, ich bin einfach noch nicht ready to go. Ja. Dann ist das so, ne? Da kann man nichts machen. Da hat es ein Wächter mitgenommen. Weswegen auch immer. Eigentlich wollte ich zum einsamen Fels. Und nicht zwischendurch noch ein Banditenlager mitnehmen. Da ist ein Fuchs! Ich will zwar nichts sagen, aber... Okay. Dann lassen wir ihn mal rollen. Da ist noch ein Fuchs. Oh, der weiß nicht wohin. In meine Sammlung. So, lass mich raten. Ja, Wildschweinhaut, Echohülse. Hier fehlen Fischgräten. Ich brauche gar keinen Fuchs mehr. Glaube ich. Dann will ich mal versuchen, die Füchschen in Ruhe zu lassen. Fähigkeitspunkt 1. Ja. Das war mal wieder was. Das ist ganz gut. Die Frage ist allerdings nur... Mache ich überhaupt einen Reingewinn? Ja, bleib mal ein bisschen ruhig. Na, komm her. Ja, will ich ein kleiner? Ja, komm her. Ja, was ist hier? Ja, was ist da? Was ist da? Ja, was ist da? Komm her. Na, komm her, mein Kleiner. Was ist da? Ha! Was in die Fresse ist hier? So. Ruhe im Karton. Ich glaube, ich sollte eher solche Sneaky Kills hinlegen bei den kleinen Maschinen. Weil ich glaube, wenn ich da mit Pfeil und Bogen nicht alles one-hitte, dann habe ich ein Problem. Hallo, ich würde gerne... Das muss der einsame Fels sein. Falls das eine Falle ist, muss ich sehr leise sein. Was war hier? Waschbär. Kann ich Waschbär gebrauchen? Ich guck einfach mal nach. Fisch, Echohülse und Wildschwein. Nein.
Ja, genau so mache ich das. Falls es eine Falle ist, muss ich sehr leise sein. Vor allem nach dem Kampf gegen den Donnerkiefer kann ich eigentlich mal ein bisschen Vorsicht gebrauchen. Sieht wie ein gewöhnlicher Außenposten aus. Ich sollte mich umsehen. Mir ist langweilig. Langweilig vor Langeweile. Mir ist langweilig von deinem Gesicht. Langweilig vor Langeweile. Über deine Langeweile, ich meckere über dein Gemecker. Tja, und jetzt meckere ich über dein Gemecker. Halt, Fremde! Was machst du hier? Präfekt Said sagte, Banditen hätten hier ein Mädchen entführt. Weißt du, wohin sie gebracht wurde? Said hat dir das gesagt, was? Ah, hier gibt's keine Banditenmädchen. Aber ich kann dir helfen, deine Freundin zu finden. Der Boss hat uns eine neue geschickt, Jungs. Wickelt sie ein und bindet sie fest. Der hat sowas von... Dieser Drecksack! Länger halte ich nicht durch. Davon werde ich mich nicht erholen. Wir sind die Nächsten, wenn wir... Komm raus, du Lümmel. Er hat gesessen. Ich wurde getroffen. Au, au. Na gut. Mal sehen, was Said hier draußen versteckt. So, so. Der Said. Dieser Lümmel. Der wollte uns also nur eine Falle stellen. Dieses Arschloch. Sagen wir es, wie es ist. Sagen wir, wie es ist. Nicht nur Ketten. Handfesseln. Sie haben Gefangene transportiert. Folge der Wagenspur. Das hätte ich mir schon fast denken können. Warte mal, ich will mal was gucken. Ich will der Wagenspur schon folgen. Aber die müsste ich doch eigentlich auch ohne finden. Nehme ich erst nochmal einen Schluck hier aus dem Medizinbeutel. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Das stimmt. Vorbereitung ist alles, mein Mädchen. Mädchen. Oder meine Kleine, keine Ahnung. Will ja nicht hier... Wollen wir mal schnell speichern hier. Ich würde sagen, der Spur folgen wir noch und dann mache ich auch mal einen Schnittibus. Weil wir eigentlich schon gut dabei sind. Was sagt denn der Timer? 52 Minuten und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den pünktlich gestellt habe. Wildschwein brauche ich noch. Das hebe ich mir für später auf. Reichhaltiges Fleisch. Richtig so lecker. Die Spuren führen zu diesem Lager. Vielleicht ist Nakoa dort. Fuchs! Lauf, Fuchs, lauf! Aber da wird's gleich hässlich. Bleib da lieber weg von. Hey, ich kann wieder was bauen. Ja. Richtig schön mager. Denk nicht mehr dran. Said sagt Hände weg, sonst bringt sie auf der Auktion. Klingt, als wäre Nakoa hier. Und ich muss an den Wachen vorbei, um zu ihr zu gelangen. Ja, wie komme ich denn am besten hin? Da drüben komme ich besser rein. So, so. Die sagen, die machen also Menschenhandel. Diese Lümmel. Muss ich nur gucken, wie ich die am besten hier wegkriege. Da oben ist einer. Der gefällt mir nicht.
Die Frage ist nur, kriege ich den auch so? So. Erstmal Ruhe im Karton hier. Gut. Das ist schon mal einer. Mal gucken, ob ich da jemanden hinlocken kann. Ja, es ist gut. Mach das, mach das. Ich habe hier was für dich. Ein Pfeil mit deinem Namen. Hallo, du sollst da hingehen. Na, oh, Vollidiot. Mach bloß, der steht in... So, jetzt muss ich nur gucken, die beiden da so ein bisschen wegzulocken. Ach. Ja, der kann da von mir aus drin bleiben. Das ist mir relativ wumpe. War da nicht was? Nein, war alles gut. Bin ich beim Kacken. Was war das? Na gut, wer nicht will, der hat schon. Schlägt aber keinen Alarm, der Kerl. Wir sind angezählt, aber noch nicht geschlagen. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Will zwar nicht sagen, ja, aber... Na los! Ich sehe niemanden. Ja, du bist ja auch in der Hütte. Ich will zwar nichts sagen, aber das macht's nicht einfacher. Zum Thema Keine Sehen. Sorge, ich finde dich, dann wirst du's richtig bereuen. Ja, genau. Das. Du in deiner Hütte wirst mich finden. Guck mal, ich stehe sogar extra vor dir. Ja. Was sagst du dazu? Du hast mich super gefunden. Ich weiß zwar nicht, wie du da reingekommen bist, beziehungsweise ich bin ja auch reingekommen, aber wie kamst du hier überhaupt nicht raus? Die Schatten sehen komisch aus, die sind so richtig matt dunkel. So. Erstmal alles hier mitnehmen. Die Sonne zieht Steine Richtung werden Westen. Recycelt. Ich muss auf der Hut sein. Wir müssen ja Ressourcen schonen. Gefangene. In Ketten, um versklavt Bitte. Zu werden. Du musst uns hier rausholen. Na, Chor? Jan schickt mich. Wir können reden, sobald wir alle aus diesem Loch raus haben. Jan schickt dich? Ich glaub's nicht. Da hat wohl eins deiner Gebete doch funktioniert. Ich hab den Schlüssel. Ich helfe den anderen. Also los. Da hast ein paar Namen im Gesicht. Steht dir. Zeig, dass du ordentlich was drauf hast. So, dann helfst du den anderen. Wollen wir mal gucken, ob es da nicht noch jemanden gibt. Ich wusste, dass du Ärger machen wirst, Mädchen. Aber am Ende wird es die Mühe wert sein. Ich werde dir einen Pfeil in deinen Schwanz noch schießen, du Penner. Das ist das Ende, Said. Für euch und eure Männer. Noch. Was zum? Na los, ihr Feiglinge, wehrt euch! Wow.
Wollen wir mal gucken, ob ich den nicht ein bisschen brand. Komm, wir machen ja mal ein bisschen Feuer unter dahinter, ne, Bubi? Hauer, Bo, hauer. Ist das alles? Bobs. So. Den kastrieren wir mal jetzt. Gar nicht erst in die Seite, sondern richtig schön in den Sack. Lass ihn am Schwanz ausbluten. Ja, genau. Ach, viel zu schnell. Scheibchenweise, wie mit der Brotmaschine. Säckchen für Säckchen. Einen so schnellen Tod hat er nicht verdient. Mein Vater war Jäger. Er lehrte mich, dass jedes Tier einen schnellen Tod verdient. Okay. Ein Punkt für dich. Wie hat Said dich erwischt? Ich wollte ihn am Tagturm stellen, aber er erwischte mich. Er ließ mich gehen und später von seinen Männern einfangen. Und danach? Er wollte mich als Sklavin verkaufen, wie die anderen armen Seelen, die Woche für Woche hier durchkamen. Aber er ließ sich Zeit und drangsalierte mich, wann immer er vorbeikam. Dass ich ihn töten wollte, hat seinen Stolz verletzt. Dieser Wichser. Es wird Zeit für mich. Ich dachte, hey, der wäre gar nicht mal schlecht, nicht mal aber... Geschichte. Sie muss gut sein, wenn sie dir das Sucherzeichen gaben. Naja. Wenn du sie mal erzählen möchtest, komm zu mir nach Meridian. Ich bin dort, bis die anderen wieder auf den Beinen sind. Bis dahin. Vielen Dank, dass du mir mit diesem Abschaum geholfen hast. Vielleicht kann ich Said ja jetzt vergessen und zu meinem Vater gedenken. Ja, hoffentlich. Ja, ich will nicht reden. Ich will auch nicht den Feuerstürmer nehmen. Ich will das Ding weglegen. Was hat er denn hier? Rohstoffreise. Ja. Rohstoffvorratkiste und so ein Scheiß. Von mir aus. So. Erstmal gucken hier. Alles mitnehmen. Poliertes altes Amulett. Viel zu wertvoll für so einen Abschaum wie dich. Scheiß Sklavenhändler. Das sieht ganz nützlich aus. Der Trank war wirklich nützlich. Ja. Bärenbeutel ging drauf, aber ich würde sagen, lief doch super. Was, ich habe keine Ahnung, wie lange die Aufnahme ist. Ja, schwere Maschinen sind nicht immer besser. Das war sogar ein guter Trank. Banditen, okay. Ich dachte, es wären jetzt irgendwelche anderen Wichslappen, die ihm auf den Sack gingen. Aber der hat gut gegeben. Das ist schon mal gut. Schnell speichern. Und ich würde sagen... Ja, wir haben zwei Fertigkeitspunkte. Was wollte ich denn machen? Das hier, ne? Ausbeuter Plus und Munitionsbauer. Auf jeden Fall. Schnellladen. Schnelleres Nachladen ist auch nicht schlecht. Die maximale Dauer ist auch nicht schlecht. Doppelschuss. Boah, Doppelschuss wird so geil. Weißt du was, machen wir jetzt? Doppelschuss und Dreifachschuss, ich glaube, das wird für Pfeil und Bogen richtig Hammer. Nee, ich würde sagen, macht's gut, Leute. Haut rein. Mal gucken, wann ich die nächste Aufnahme starte und ob ihr das überhaupt seht. Also, bis ich das hochlade, werde ich wahrscheinlich die Hälfte des Spiels schon aufgenommen haben. Keine Ahnung. Kann ich so nicht sagen. Naja, hier. Macht's gut, Leute. Tschüss.